Ja. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde in Bayern. Wenn ich in diesen Tagen die Zeitungen aufmache oder den Fernseher anschalte, dann stelle ich bei den Debatten über die Energiewende in der Tat eine große Desorientierung fest. Da geht es sehr oft um nicht wirklich zentrale Fragen und das Wichtige gerät oftmals in den Hintergrund. Ich werde deshalb versuchen, in den nächsten Minuten aus meiner Sicht so etwas wie eine mittelfristige strategische Perspektive für die Energiewende aufzuzeigen. Wo liegen eigentlich die zentralen Herausforderungen und was können sinnvolle Antworten auf diese Herausforderungen sein? Wenn wir ein Stück zurückblicken in das Jahr 2000, als wir damals das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland geschaffen haben, da haben wir ja eigentlich alle unterschiedlichen Technologien der Erneuerbaren auf dieselbe Startlinie gesetzt. Jede Technologie hat die Einspeisevergütung bekommen, die Investoren benötigten, um Anlagen zu bauen. Und dann jedes Jahr, dass Anlagen später gebaut wurden, wurde die Einspeisevergütung abgesenkt für die neuen Anlagen und alle paar Jahre wurde überprüft, ob der technische Fortschritt es erlaubt, auch weitere Absenkungen zu realisieren. Das heißt, wir haben über dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz einen Technologiewettbewerb ausgelöst. Und wenn wir jetzt nach 13 Jahren anschauen, was ist da passiert, dann stellen wir fest, es gibt ganz eindeutig zwei Gewinner, nämlich Wind und Photovoltaik. Die anderen Technologien stoßen jetzt an Grenzen oder sind gar nicht so wirklich ins Laufen gekommen. Also zum Beispiel die Geothermie, haben wir auch viel Hoffnung reingesetzt. Die ist nicht wirklich aus den Puschen gekommen, der Beitrag der Geothermie zur Stromversorgung ist marginal. Bei der Biomasseverstromung haben wir gesehen, dass jedenfalls nachhaltig wir diese Verstromung nicht mehr sehr weit werden ausweiten können in Deutschland, weil schlicht und einfach die Fläche begrenzt ist und wir in Konflikte mit anderen wichtigen Zielen, wie zum Beispiel mit dem Naturschutz, geraten. Auch die Wasserkraft können wir nicht mehr weit ausbauen. Das heißt, es gibt zwei Energieträger, Wind und Photovoltaik, die haben wir genügend in Deutschland verfügbar. Und die Kosten sind in den letzten Jahren in der Tat dramatisch gesunken. Das heißt, man muss das so deutlich und ganz klar formulieren, die Energiewende in Deutschland wird entweder auf der Basis von Wind und Photovoltaik gelingen oder sie findet nicht statt. Es gibt dazu keine Alternative. Ich sage ganz offen, ich wünschte, wir hätten solche fantastischen Verhältnisse wie zum Beispiel die Norweger. Die sind heute schon da, wo wir eines Tages hinwollen, nämlich 100% erneuerbare Energien. Aber die haben andere Situationen. Die können Energie in Form von Wasser oben in den Bergen speichern und immer wenn sie Strom brauchen, drehen sie die Turbinen auf und wenn sie weniger brauchen, drehen sie ihn ab. Das ist verhältnismäßig luxuriös. Wir werden mit den Energieträgern Wind und Photovoltaik lernen müssen, umzugehen. Und die haben Eigenschaften, die werden uns zwingen, unser gesamtes Stromsystem neu zu denken. Punkt 1, sie richten ihre Stromproduktion nicht nach der Nachfrage, nicht nach dem Börsenpreis, sondern ausschließlich nach dem Wetter. Und Punkt 2, das geht manchmal ziemlich schnell rauf und runter. Das heißt, diese Fluktuationen sind sehr, sehr schnell und sehr, sehr steil. Wenn ihr mal guckt, wir werden heute Mittag ungefähr 12.000 Megawatt Photovoltaikstrom in den Netzen haben. Das ist von 0, also 6 Uhr heute Morgen, 0 Einspeisung bis mittags 12.000 Megawatt zusätzlich und das geht nachmittags, wenn die Sonne runtergeht, auch wieder runter. Und beim Wind ist das ähnlich. Das heißt, die zweite Eigenschaft ist, sie sind sehr schnell fluktuierend. Und die dritte Eigenschaft ist, dass diese Anlagen zwar kapitalintensiv sind, wir müssen ziemlich viel Geld in die Hand nehmen für die Investition, aber danach gibt es keine Betriebskosten mehr. Und das unterscheidet diese Anlagen ganz fundamental von dem, was wir aus der Vergangenheit bei Kraftwerken gewohnt sind. Bei einem konventionellen Kraftwerk, da haben wir auch Investitionen, aber wir haben mindestens nochmal denselben finanziellen Aufwand während der Betriebsjahre, denn es müssen Brennstoffe bezahlt werden und bei den fossilen Kraftwerken muss auch die CO2-Zertifikat gekauft werden. Das heißt, oftmals ist die Geldsumme, die da ausgegeben wird von den Kraftwerksbetreibern während der Betriebsphase noch viel höher als zum Zeitpunkt der Investition. Und das ist bei erneuerbaren Anlagen völlig anders.
Das heißt, wenn ihr da auch etwas wie Stromproduktion beeinflussen wollt, dann geht das eigentlich nur zum Zeitpunkt der Investition. Das heißt, diese drei Eigenschaften, nämlich Dargebotsabhängigkeit, schnell fluktuierend und keine Betriebskosten, keine Grenzkosten, wie die Ökonomen sagen, das sind die Eigenschaften, die das Stromsystem in Zukunft dominieren werden. Das heißt, die Energiewende, wenn man sie jetzt wirklich mal auf einen Punkt bringt, ist eigentlich nichts anderes als die Synchronisation von fluktuierender Einspeisung von Elektrizität aus Sonne- und Windkraftanlagen mit der Nachfrage der Kunden. Das ist der Kern, um den es geht. Wie kriegen wir das hin, diese fluktuierende Angebotsmenge von Wind- und Solarstrom zu kombinieren mit der Nachfrage der Kunden? Und die Antwort darauf heißt, wir brauchen Flexibilitäten. Und der erste Bereich, der flexibilisiert werden muss, das ist unser restlicher Kraftwerkspark. Der hat sich schon immer anpassen müssen an die Stromnachfrage. Aber jetzt muss er sich in zwei Richtungen anpassen. Er muss sich nämlich anpassen an die fluktuierende Nachfrage, aber auch an die fluktuierende Einspeisung der Erneuerbaren. Das ist übrigens keine Frage des Vorrangs, sondern das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dadurch, dass die Erneuerbaren keine Betriebskosten haben, sind die immer an der Strombörse wettbewerbsfähiger, selbst als Atomkraftwerke. Die kommen zuerst. Und die vertreiben die anderen Anlagen. Und das sehen wir im Moment auch, dass nämlich immer mehr Anlagen, konventionelle Anlagen, weniger Stunden laufen und einige eben auch gar nicht mehr wirklich benötigt werden, jedenfalls in den meisten Stunden des Jahres. Das heißt, dieser restliche Kraftwerkspark muss dringend flexibilisiert werden. Grundlastkraftwerke, der Begriff ist eigentlich schon falsch, weil Grundlast ist eine Nachfragekategorie, das ist die Strommenge, die wir mindestens das ganze Jahr über benötigen. Die kam früher aus Grundlastkraftwerken, weil man Anlagen gebaut hat, die viel gekostet haben, niedriger Brennstoff, und die sind dann rund um die Uhr gelaufen. Deshalb heißen die Grundlastkraftwerke, aber es wird diese Grundlastkraftwerke in Zukunft nicht mehr geben, weil zuerst produzieren auch und gerade in der Grundlast die Erneuerbaren, und die restlichen Kraftwerke werden sich anpassen müssen. Die werden nicht mehr 7.000 Stunden, auch nicht mehr 6.000 Stunden. Die werden in Zukunft wesentlich geringer laufen. Wir brauchen flexible Kraftwerke, und das sind vor allem Gaskraftwerke. Der zweite wichtigste Punkt bei der Flexibilisierung ist die Anpassung der Nachfrage. Da tun wir bisher wesentlich zu wenig. Wir denken immer, wir müssen auch für Versorgungssicherheit neue Kraftwerke bauen. Aber gerade wenn es darum geht, zum Beispiel in den wenigen Stunden der Höchstlast eines Jahres genügend Kapazität zu haben, dann kann ich Kraftwerke vorhalten oder aber ich kann Last verschieben von mittags, dem Zeitpunkt der Höchstlast, in die Abendstunden. Aber dafür brauchen wir einen Markt, damit die Industrie, und es geht vor allen Dingen um die Industrie, auch Anreize hat für diese Lastverschiebung. Wir werden irgendwann auch diese Lastverschiebung bei den Haushalten bekommen, insbesondere dann, wenn wir eines Tages vielleicht mit Strom Auto fahren. Heute ist das eigentlich viel zu teuer. Also Smart Meter zum heutigen Zeitpunkt, da muss man mehr Geld ausgeben, als man wirklich Nutzen erzielt. Aber bei der Lastverschiebung, da geht es vor allen Dingen um große Kapazitäten bei der Industrie, und die müssen gehoben werden. Dafür brauchen wir einen Markt. Und der dritte Punkt, der ganz zentral ist für die Flexibilisierung, das sind die Stromnetze. Da geht es nicht nur darum, dass Strom von A nach B transportiert wird, also zum Beispiel Windstrom vom Norden in den Süden der Republik, sondern geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir große Gebiete miteinander vernetzen müssen, damit diese fluktuierenden Einspeisungen von Wind- und Photovoltaikstrom sich gegenseitig ausgleichen, damit wir nicht diese zentralen Schwankungen, diese großen extremen Schwankungen bekommen. Das heißt, das Netz hat vor allen Dingen auch diese Ausgleichsfunktion. Das ist nicht nur beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ein großes Interesse, dass wir die Leitung auch zu unseren Nachbarn ausbauten. Je größer die Gebiete, umso einfacher wird diese Synchronisationsaufgabe, weil der Wind nicht überall gleichzeitig weht und die Sonne nicht überall gleichzeitig scheint. Und Netze sind eindeutig die bessere Lösung gegenüber Speichern. Also wenn ich von Speichern reden, dann rede ich jetzt nicht von den Pumpspeicherkraftwerken und nicht von den Batterien. Also ein Pumpspeicherkraftwerk, das kann Strom vielleicht für 5-6 Stunden maximal zur Verfügung stellen. Wenn ihr jetzt mal ein paar Jahre nach vorne denkt, also zum Beispiel diese Prognose der Bundesnetzagentur für den Netzentwicklungsplan, da wird gesagt, und ich teile diese Einschätzung, in 10 Jahren werden wir ungefähr 220 Gigawatt installierte Leistung in Deutschland haben.
davon 90 konventionell und 130 erneuerbar. Und von den 130 erneuerbar werden 90% werden dann Wind und Photovoltaik sein. Das heißt, wir werden dann natürlich eine Situation bekommen, wo wir mit hohen Anteilen Erneuerbaren auch in der Lage sein müssen, zum Beispiel die Novemberwoche zu überbrücken, wenn wenig Sonne da ist und zufällig auch kein Wind da ist. Das geht dann nicht mehr mit Pumpspeicherkraftwerken, weil, wie gesagt, die sind dann nach 5-6 Stunden leer. Da werden wir dann neue Speichertechnologien irgendwann brauchen, wie zum Beispiel Power-to-Gas. Aber wenn ihr Power-to-Gas installiert, dann werdet ihr, jedenfalls ist das heute so, ungefähr 50% der Elektrizität auf dem Weg der Wiedereinfügung dieses gespeicherten Stroms in das Stromsystem verlieren. Das ist so. Es gibt große Umwandlungsverluste und die müssen natürlich bezahlt werden. Und deshalb kann ich nur allen sagen, die glauben, dass Speicher jetzt die Antwort wären, um Netzausbau zu überflüssig zu machen, das ist ein Holzweg. Wir werden irgendwann diese Speicher brauchen. Das wird dann sein, wenn wir einen Anteil der Erneuerbaren von 70-80% haben, dann wird es nicht mehr anders gehen. Aber bis dahin haben wir wesentlich kostengünstige Möglichkeiten und eine der kostengünstigsten ist der Netzausbau. Und deshalb sind diese Speicher kein Argument gegen den Netzausbau. So, ich lasse es jetzt damit mal bei den technischen Fragen, weil ich möchte noch etwas zu dem sagen, was dann staatliche Regulierung und Zukunft des Strommarktes ist, weil ich glaube, insbesondere da gibt es im Moment eine ganz, ganz große Konfusion. Wir haben einen Strommarkt, darunter verstehen wir heute die Strombörse. An dieser Strombörse werden ausschließlich Kilowattstunden gehandelt. Das ist das, was hinlänglich so als Markt, als Strommarkt bezeichnet wird. Der Kraftwerkspark, den wir hier in Deutschland stehen haben, und das ist in fast allen anderen Industrieländern genau dasselbe, der ist nicht unter Wettbewerbs- und Marktbedingungen entstanden. Wenn ihr da mal in die Geschichte reinguckt, dann haben wir ein Energiewirtschaftsgesetz gehabt, das ist 1935 geschaffen worden. Ich habe damals immer geglaubt, das sei ein Nazi-Gesetz, bis ich festgestellt habe, dass fast im selben Jahr die USA ein fast identisches Gesetz verabschiedet haben. Das war einfach damals so. Man konnte sich Stromversorgung nur so vorstellen, dass man Monopolgebiete definiert hat, staatlich garantiert hat. Da gab es dann nur ein Unternehmen, das hat den Strom produziert, die Leitungen gebaut und dann auch die Kunden versorgt. Das war in fast allen westlichen Industrieländern genauso. Unter diesen Bedingungen ist der Kraftwerkspark entstanden. Dann ist man Ende der 90er Jahre gekommen und hat gesagt, jetzt wollen wir liberalisieren, jetzt soll es Wettbewerb auch in diesem Sektor geben. Und dann hat man danach gesucht, um wie kriegt man jetzt ein Instrumentarium hin, damit immer die preisgünstigen Kraftwerke laufen, die teuren nur dann, wenn sie gebraucht werden. Und dann hat man die Strombörse erfunden. Und ich will jetzt nicht zu sehr in die Ökonomie reingehen, aber trotzdem das mal ganz kurz erklären, damit man versteht, was da jetzt in Zukunft auch an Reformnotwendigkeiten da sein wird. Wenn an der Strombörse Nachfrage da ist, weil Kunden Strom haben wollen, Industrielle oder Stromhändler, dann sagt die Börse, bitte Stromproduzenten, macht mir Angebote. Und dann stellt sich jeder die Frage, was sind eigentlich meine eigenen Betriebskosten? Und wenn meine eigenen Betriebskosten gedeckt werden, dann ist es ja sinnvoll, Strom zu produzieren. Wenn die da drunter liegen, würde ich ja Geld verbrennen. Und vielleicht kommt ja der Strompreis darüber zustande und dann verdiene ich ja etwas. Und aus dem, was ich da verdiene, muss ich dann auch meine Investition refinanzieren und natürlich auch meinen Gewinn. Und die Strombörse nimmt dann diese Angebote und packt sie der Preisreihenfolge nach hintereinander. Da kommen zuerst die Kernkraftwerke traditionell, dann kommen die Braunkohlekraftwerke, dann kommen je nach technischem Wirkungsgrad die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke. Das ist dann die sogenannte Merit Order und der letzte, der noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu decken, der bestimmt den Preis. Das heißt, der verdient auch nichts außer seine eigenen Betriebskosten. Aber diesen Preis kriegen natürlich alle anderen. Die kriegen nicht den Preis, den sie geboten haben, sondern der Preis, der sich bildet, da wo sich die Angebots- und die Nachfragekurve schneiden. Und aus dieser Differenz der eigenen Betriebskosten, kurzfristigen Betriebskosten und dem Preis, muss ich dann die Investition refinanzieren. Was ist jetzt passiert? In allen westlichen Ländern, wo man diesen Strommarkt so eingeführt hat, hat diese Strombörse wunderbar funktioniert. Die sorgt dafür, dass immer die günstigen Kraftwerke laufen, die teuren nur, wenn sie gebraucht werden. Aber man hat dann in den Ländern, die schon vorher liberalisiert haben, ziemlich schnell festgestellt,
dass die Preise verfallen und nach einer gewissen Zeit von dieser Strombörse kein Signal mehr ausgeht für notwendige Reinvestitionen, weil ein paar Kraftwerke, die brauche ich eben nur wenige Stunden, nämlich zu Stunden der Höchstlast, und wenn ich die nicht habe, gehen die Lichter aus. Und deshalb hat man in den USA als erstes sogenannte Kapazitätsmärkte eingeführt. Das heißt, da werden nicht Kilowattstunden gehandelt, sondern da wird Leistung, also Kilowatt, gehandelt. Die USA haben die schon, in Lateinamerika gibt es diese Kapazitätsmärkte, in Skandinavien gibt sie, die Briten sind dabei, sie einzuführen, die Franzosen sind dabei, die einzuführen. Hier in Deutschland habe ich manchmal so den Eindruck gehabt, einige versuchen den Eindruck zu erwecken, wir sind die Ersten, die darüber reden. Wir sind irgendwo in der Mitte oder am Ende. Andere sind da schon wesentliche Schritte weiter. Allerdings haben wir einen zusätzlichen Grund, in der Tat darüber zu reden und auch zu handeln, weil nämlich in Deutschland jetzt etwas dazukommt. Und jetzt erinnert euch bitte an den Anfang. Es gibt bei den erneuerbaren Energien Wind und Photovoltaik nur Investitionskosten, keine kurzfristigen Betriebskosten. Wind und PV kommen nämlich zuerst. Die schieben diese ganze Angebotskurve nach rechts, das heißt, hinten fallen die teuren Kraftwerke raus und dementsprechend sinkt der Preis. Und wenn ihr mal an die Strombörse, das ist ja alles im Internet verfügbar, wenn ihr euch da mal die Preise anguckt, sowohl die kurzfristigen Preise als auch die Preise für Produkte nächstes, übernächstes Jahr 2017, dann stellt ihr fest, dass all diese Preise zwischen 2008 und heute sich ungefähr halbiert haben. Sie sind billiger geworden. Der Großhandelspreis für Strom hat sich in den letzten 5 Jahren halbiert. Ja? Und das ist der Grund dafür, dass im Moment bei den konventionellen Kraftwerken eigentlich niemand mehr daran denkt, noch eine neue Investition zu tätigen, weil die sich schlicht und einfach nicht rechnet. Und sehr viele, die Kraftwerke haben, auch die Kraftwerke, die wir brauchen, nämlich Gaskraftwerke, sagen, unsere Anlagen laufen nur noch ganz wenige Stunden im Jahr, das rentiert sich nicht mehr, wir nehmen die vorzeitig vom Netz. Das ist ökonomisch nachvollziehbar. Und das heißt, dass diese Strombörse, die können wir nicht ersetzen. Also das muss ich auch immer deutlich sagen, wir haben die Zuständigkeit als Bundesrepublik Deutschland längst an Europa abgegeben. Die Strombörse ist nichts anderes als der Ausdruck des europäischen Binnenmarkts Strom. Die können wir nicht abschaffen, darüber entscheiden wir gar nicht mehr. Aber wir können sie ergänzen und aus meiner Sicht müssen wir sie ergänzen. Wir brauchen für Versorgungssicherheit einen zweiten zusätzlichen Markt, nämlich einen für das Vorhalten von Kapazität. Und Kapazität, das sind nicht nur Kraftwerke, sondern Kapazitäten, das sind auch Lastverschiebungen, Kapazitäten sind auch Speicher in dem Umfang, wie sie vorhanden sind. Und wir müssen einen Markt organisieren, der sich hier die wirtschaftlichsten Lösungen durchsetzen. Und wir müssen landet ist nämlich beim Polizeirecht. Es ist verboten, ein Kraftwerk abzuschalten. Es ist wesentlich sinnvoller, wir würden hier einen zweiten Markt, einen Kapazitätsmarkt schaffen, damit hier die wirtschaftlichsten Lösungen auch und gerade bei der Nachfragesteuerung sich durchsetzen. So, liebe Freundinnen und Freunde, was damit deutlich wird, der Energiewendemarkt, das wird nicht die alte Strombörse sein, sondern das wird für die konventionellen Anlagen die Strombörse sein plus ein Kapazitätsmarkt. Die können sich nicht aus einem finanzieren, sondern sie werden sich aus zwei Märkten finanzieren müssen. Und das gilt auch für die Erneuerbaren. Wenn man in die Archive reinguckt, findet auch man von mir aus 2000, 2001, als gerade die Strombörse entstand, Sätze wie das Erneuerbaren Energiengesetz, keine Dauersubvention, wir wollen die Erneuerbaren an den Markt heranführen. Das ist ja richtig. Sollen ja von den Kosten runterkommen. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass selbst wenn die Kosten für Strom aus Wind- und Photovoltaikanlagen, und zwar rede ich jetzt von den Vollkosten, also im Vergleich jetzt zu konventionellen Kraftwerken sowohl Investitionskosten als auch Betriebskosten, selbst wenn diese Vollkosten der Erneuerbaren demnächst unter die Vollkosten von neuen Gas- und Kohlekraftwerken fallen, werden sich die Erneuerbaren nicht an dem Strommarkt refinanzieren können. Das liegt an einem sehr einfachen Mechanismus. Immer dann, wenn wir sehr viel Wind haben und sehr viel Sonne haben, da werden die Preise an der Strombörse in den Keller gehen. Das heißt, diese Anlagen werden wenig verdienen. In den Zeiten, wo wenig Wind da ist und wenig Sonne da ist, können sie nichts verdienen, weil sie ja keinen Strom produzieren. Und in der Zeit dazwischen mit ein bisschen Sonne, mit ein bisschen Wind, verdienen sie nicht genug.
Das heißt, selbst wenn die Kosten von Stromproduktion aus Wind- und Photovoltaikanlagen günstiger sind, und zwar Vollkosten günstiger sind, als bei neuen Kohle- und bei neuen Gaskraftwerken, werden sie auch, genauso wie die konventionellen, noch eine zweite Quelle, Finanzquelle benötigen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, EEG forever. Ich denke, dass wir das EEG weiterentwickeln müssen. Aber es wird auch in dem Bereich Erneuerbaren eine zweite Einkommensquelle geben. Wir können nicht sagen, und wenn dann die Kosten runter sind, dann entlassen wir sie in diesen Strommarkt, weil das wird nicht funktionieren, dann wird der Ausbau der erneuerbaren Energien zum Ende kommen. Das aus meiner Sicht ist aber die mittelfristige Perspektive eines Energiewendemarktes. Der wird nämlich aus der Strombörse bestehen, plus einem Kapazitätsmarkt, plus einem wie auch immer fortgeschriebenen erneuerbaren Energien 2.0 oder 3.0. Ohne das wird es nicht gehen. So, und damit komme ich dann fast zum Schluss. Ich habe noch zwei Punkte, die mir besonders wichtig sind. Nämlich zum einen, es wäre ein Riesenfehler, wenn wir diese Energiewende missverstehen würden als Renationalisierung von Energiepolitik. Wenn wir versuchen würden, das alles in unserem nationalen Rahmen allein zu machen. Ich habe vorhin schon gesagt, gerade bei dem Thema Netze wird das deutlich. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir den Raum in Deutschland auch über die Grenzen hinaus denken und unsere Verbindungen auch in die Nachbarländer entsprechend ausbauen. Zum Beispiel beim Kapazitätsmarkt wird das deutlich. Entweder wir halten hier für den Zeitpunkt unserer Höchstlast genügend Kapazitäten zur Verfügung oder wir machen das mit unseren Nachbarn zusammen. Das wird aber wesentlich günstiger mit unseren Nachbarn zusammen, weil diese Höchstlast nicht überall gleichzeitig auftaucht. Das heißt, die Summe der Höchstlasten aus den einzelnen Ländern ist natürlich höher als die gemeinsame Höchstlast. Das heißt, wir können diese Energiewende wesentlich günstiger machen, wenn wir mit den Ländern reden, die ähnliche Ziele verfolgen wie wir, wie zum Beispiel die Österreicher oder wie die drei skandinavischen Länder, Dänemark, Norwegen und Schweden und vielleicht auch die Niederlande. Ich finde es ausgesprochen wichtig, dass die Bundesregierung hier in einen Dialog mit diesen Nachbarländern tritt und sagt, wir haben gemeinsame Herausforderungen, wollen wir nicht arbeiten an gemeinsamen Lösungen. Und das kann ich mir bei dem Thema Versorgungssicherheit vorstellen, das kann ich mir in der Perspektive auch bei abgestimmten Fördersystemen für erneuerbare Energien vorstellen. Das wird wesentlich günstiger, wenn wir das gemeinsam machen. Europa, denke ich, ist kein Argument gegen die Energiewende. Es wird die große europäische Lösung für alle 27 aus meiner Sicht in absehbarer Zeit nicht geben, weil einige energiepolitisch was ganz anderes verfolgen als wir der Bundesrepublik. Aber mit denen, die ähnliche Ziele verfolgen, sollten wir kooperieren und sollten gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und ein letzter Punkt, der ist ganz besonders wichtig. Diese Energiewende, die muss natürlich ein ökologischer Erfolg werden. Wir müssen das hinkriegen, diese Umstellung auf erneuerbare Energien, auf CO2-freie Stromproduktion. Aber diese Energiewende muss auch ökonomisch eine Erfolgsgeschichte werden. Guckt sehr genau hin, was passiert da jetzt eigentlich in Deutschland. Und wenn wir das nicht schaffen, in einem der größten Industrieländer der Welt, diesen Umbau in Richtung Stromversorgung auf Grundlage von fluktuierenden regenerativen Energieträgern hinzubekommen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Versorgungssicherheit halten wird, aber auch bezahlbare Strompreise, und zwar auch gerade auch für die produzierenden Bereiche der Gesellschaft kommen, dann wird uns diese Energiewende niemand nachmachen. Ich habe mit Jürgen Trittin für einige Jahre das Kyoto-Protokoll verhandelt. Damals hatten wir als Bundesrepublik Deutschland noch wirklich einen substanziellen Anteil an den Klimagasemissionen global. Inzwischen ist das nicht mehr so. Das liegt zum Teil daran, dass wir unsere Emissionen hier um über ein Viertel reduziert haben seit 1990. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass andere Staaten diese erheblich ausgeweitet haben. Das heißt, unser Beitrag zum internationalen Klimaschutz ist jetzt nicht in erster Linie die Reduktion unserer eigenen Klimagasemissionen. Damit können wir das globale Klimageschehen überhaupt nicht beeinflussen. Wir haben aber eine Riesenchance, indem wir nämlich der Welt zeigen, dass in einem Land, das so schlechte Verhältnisse hat, jedenfalls in Bezug auf Sonne und auf Wind wie die Bundesrepublik Deutschland, es möglich ist, die Energieversorgung umzustellen und gleichzeitig das mit bezahlbaren Strompreisen zu kombinieren und auch mit dem Thema Versorgungssicherheit. Dann wird von dieser Energiewende ein Signal ausgehen, denn dann
ist diese Energiewende überall auf der Welt möglich. Und dafür sollten wir sorgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.